Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Mittwoch, den 10.08.2022. Tageslicht, einem kleinen Impuls und Einblick in die Energie des Tages. Was haben wir hier heute? Die 6 der Kelche. Und den Berg. Ein sehr gefühlvoller Tag. Tag voller Gefühle. Die Emotionen spielen eine wichtige Rolle. Es ist ein wenig die Frage, ziehen sie herab, ziehen sie empor? Emotionen können mit verschiedenstem heute in Verbindung stehen. Vielleicht hast du schon lange einen sehnlichsten Wunsch, den du dir erfüllen möchtest. Vielleicht kommt auch etwas Altes, was du zu tun hast, in Erinnerung. Und ja, trübt so ein wenig dein Gefühl oder macht dir Druck, ist dir Herausforderung. Ja, eine alte Herausforderung, die du vielleicht endlich angehen darfst. Aber ja, vielleicht auch ein alter Wunsch, den du endlich angehen darfst. Vielleicht eine alte Beziehung, die ja so ein wenig blockiert war, könnte heute interessant werden. Bietet dir die Herausforderung, ja, damit vielleicht auch ins Fließen zu kommen, daran zu arbeiten, dich nicht herabziehen zu lassen, ja, von etwas, was vielleicht auch in dieser Beziehung bisher nicht gelungen ist, dich vielmehr auch aufbauen zu lassen, von dem, was es Schönes gab natürlich, ja, und daran weiterzuarbeiten, ne? Weiter fließen zu lassen. Vielleicht helfen dir heute auch diese und jene Menschen, Blockaden, Herausforderungen zu überwinden, alte Freunde, Familie, Kollegen, Menschen, mit denen du ja einfach aufs Engste auch verbunden bist, die vielleicht auch Lösungen haben, Möglichkeiten der Lösung an Land ziehen können. Ja. Vielleicht ist es eben wirklich auch eine besondere Seelenverbindung, die heute wichtig wird. Ja. 6 der Kelche, 6 der Herzen ist natürlich eine Seelenpartnerkarte auch. Ne? Ja. Es ist auf alle Fälle eine sehr herzliche, eine spirituelle Beziehung, eine sehr herausfordernde, aber auch eine, die, ja, wie ein Fels in der Brandung ist, dich stärken kann. Entweder bist du auch für jemanden eine Stärkung oder jemand anderes für dich, ja, ist so der Höhepunkt im Leben. Ja. Es muss nicht nur eine bestimmte Liebesbeziehung sein, die hier wichtig ist, ne? Eine bestimmte Seelenpartnerschaft in der Liebe. Seelenpartnerschaften haben wir ja in verschiedensten Bereichen, auch innerhalb der Liebe in verschiedensten Konstellationen. Ja, da schau einfach auch, ja, was tut dir wohl, was ist dir eine wohlwollende, eine, ja, bereichernde, deine Selbstliebe auch bereichernde Herausforderung, welche Beziehung, welche darfst du aber eben wirklich auch vielleicht loslassen, fließen lassen, weil sie dich selber zu sehr blockiert im Vorankommen. Ja, schau auf das auch, was deinem Herz wohltut, ne? Was es stark macht.
für dich selbst und für andere stark macht. Vielleicht ist es auch dein Kind, was an diesem Tag eine besondere Rolle spielt, was dir auch vielleicht Halt gibt, Herausforderungen und Halt zugleich. Ja, dann nutze diese Zeit. Sei vielleicht auch ein wenig verspielt, etwas kindlich. Ja, komm in die Atmosphäre von Kindlichkeit auch gern wieder hinein. Das ist keine Schande. Das ist vielleicht eine Herausforderung, einmal wieder ja, mit solcher Leichtigkeit an etwas heranzugehen, wie früher, in Kindheitszeiten, in Kindertagen. Was sagt das innere Kind noch? Ich darf mich verteidigen. Sich zu wehren ist ein natürlicher, kraftvoller und lebendiger Zustand. Und du darfst diese Kraft für dich in Anspruch nehmen. Ja, du darfst Altes überwinden, ja, Blockierendes, darfst dich dagegen wehren, darfst dir Hilfe holen. Das ist ganz natürlich, ja. Du hast Kraft, ja, vielleicht auch Kraft, eben etwas Altes, was dir im Weg steht, zu überwinden. Du bekommst die Kraft heute. Vertrau da drauf. Kelche stehen auch immer in Verbindung mit Spiritualität. Gott ist dir im Herzen nahe, die göttliche, geistige Welt. Sie möchte dich stärken, dein Herz in Balance bringen und weiterhin füllen. Einen gesegneten Tag wünsche ich dir. Gute Erfahrungen. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.